Jülich ist eine Kleinstadt ganz im Westen Deutschlands. Dafür, dass sie so klein ist, hatte sie zwischen den beiden Weltkriegen erstaunlich viele Eisenbahnstrecken. Das hatte zum einen militärische Gründe. Im Kriegsfall wollte man gerade nahe der Grenzen schnell Truppen verschieben können. Zum anderen gab es rings um Jülich bedeutende Industriegebiete, sodass es viel Güterverkehr gab, auch auf den Nebenstrecken, und viele Menschen nicht mehr dort arbeiten, wo sie wohnten. Doch wie bewegten sich die Menschen damals, als in Jülich von 8000 Einwohnern nur 80 ein eigenes Auto hatten, also gerade mal 1%? Man sieht es in diesem historischen Film. Er zeigt die wichtigste Straße der ganzen Stadt, die Kölnstraße. Ab und zu rumpelt ein Laster oder gar ein privates Auto durch die Stadt, aber die meisten Leute gehen zu Fuß, manche haben ein Fahrrad. Auch Busse gibt es natürlich. Hier ein besonders modernes Exemplar, das ab 1937 von Jülich bis nach Düsseldorf fuhr. Der Fahrplan jedoch zeigt große Lücken. Hatte man den 8-Uhr-Bus verpasst, so fuhr erst um 13 Uhr der nächste. Und dann abends um 9:30. Das war's. Sicher war dieser neuartige öffentliche Nahverkehr gegenüber den Postkutschen ein unglaublicher Fortschritt. Der Bewegungsradius der Menschen erweiterte sich spürbar. Aber man war noch weit von dem entfernt, was wir heute kennen. Auch bei der Bahn. Die Waggons waren laut, schlecht gefedert und langsam, die Sitze hart. Und der Fahrplan? Noch komplizierter als beim Bus. Nichts zu sehen von jede Stunde um 10 nach, sondern ein wildes Durcheinander mit stundenlangen Lücken dazwischen. Man kam also schon hin, wohin man wollte, aber man musste stundenlange Wartezeiten in Kauf nehmen. Dafür allerdings kam man, zumindest mit dem Zug, auch noch um Mitternacht von Düsseldorf bis Jülich.